Hallo und herzlich willkommen. Hast du Bock? Wollen wir ein bisschen Fahrenheit heute spielen? Von hier weg. Völlig teilnahmslos, als wäre sie gar nicht da. Okay, wohin? Aus dem Fenster? Geht nicht. Jetzt nicht ohne Witz, es kommt ja... Aha, du lebst also noch immer. Ich weiß zwar nicht, wie du das geschafft hast, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Gib mir das Kind und ich gewähre dir einen raschen Tod. Wenn du sie zu deinen Gebietern bringst, wird sie dazu herhalten müssen, die Menschheit zu versklaven. Was kümmert dich das? Du wirst tot sein, bevor dies eintritt. Gib mir das Kind. Ich habe keine Zeit für solche Spielchen. Ach, hier ist Exit, okay. Na dann raus. Okay, jetzt sind wir... Was ist denn jetzt? Ach so, ich dachte schon... Der steht ja schon auf dem Dach. Der kann halt zaubern, ne? Du musst hier bleiben. Und rühr dich nicht vom Fleck, okay? Ich komm zurück und hol dich. Hoffentlich. Oh nein, jetzt geht's in den Kampf. Ich habe nur ein einziges Leben. Und das war's schon. Sehr unangenehm gerade. Aber das, ich habe jetzt einfach nicht schnell genug hingeguckt, ne? Ein einziges Leben. Hallo Android und PC Gamer, herzlich willkommen. Damit endet meine Geschichte. Wie ist denn deine Woche bisher so verlaufen? Sehr gern. Schreib's nochmal in den Chat. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich gerade ein bisschen abtrünnig bin. Alter, ohne Witz ist das schwer. Es hat mich erwischt, oder? Nee? Oh. Du darfst hier keinen Fehler machen, so gut wie keinen. Es kommt ja... Ach, Mist. Hm. Reicht mir schon. Reicht mir schon. Hallo, ich hab's gesehen, ich hab's erkannt. Gescheitert. Nein, ein Leben nur. Meine Woche war gut. Kannst du mich... Daniel, du machst das auch Video. Mit dem Indigo-Kind zufrieden. Ich hätte sie beschützen und die Menschheit retten können. Android Gamer, vielen Dank für den 1 Euro. Vielen Dank für die Spende in den Superchat. Freut mich riesig, danke sehr. Oh, danke, jetzt kam der Superchat an. Danke. Oder was war es jetzt? Was war es jetzt? Follow? Ich hab's hier. Ich glaube, das war der Superchat. Ich könnte das so gerne gucken, aber es geht, es ist nicht drin gerade. Oh Mann, ey. Alter, ich krieg Krämpfe. Nein, nicht das ist! Meine Geschichte. Ich hatte versagt. Mir war es fast gelungen, mit dem Indigo-Kind zu fliehen. Ist doch nicht dein Ernst, oder? Jetzt geht das wieder von vorne los? Du hast doch nicht, alleine. Alter, komm. Okay, wir müssen das Mädchen wegbringen. Bring das Mädchen weg. Spring! Volle Leistung. Was ist passiert? Hab ich's nicht geschafft, oder? Damit endet meine Geschichte. Ich hatte versagt. Halt! Das ist nicht dein Ernst. Das darf doch wohl nicht wahr sein, ey. Komm, ich bin hier am oberen Level. Was willst du noch? Was willst du noch? Ich krieg ja schon Krämpfe im Gesicht schon vom Verzerren des Gesichts. Mein Arm tut weh mittlerweile. Ach komm. Ey, der hat diese scheiß Befehle nicht erkannt, ey. Durchziehen. Und ich weiß nicht, warum. Ich habe hier vorhin aus Versehen, bin abgerutscht und habe dann Q gedrückt. Mach den wieder auf Q gedrückt, wieder auf Q gedrückt, wieder auf Q. Warum habe ich auf Q gedrückt, Mann? Wieso drückt der auf Q? Geschichte. Ich hatte versagt. Mir war es Mann, wie mich das nervt. Diese ist das die Tastatur oder was ist das Problem? Oh, wie mich das auf den Sack geht.
gibt's doch nicht. Das ist doch nicht dein Ernst. Ey, Freunde. Ich kann's nicht mehr sehen, ne? Aber ich spiele das jetzt hier durch. Ist mir egal. Wenn ich so eine Stunde dafür brauche, für diese eine Kackrunde hier. Weil ich müsste sonst den Rest nochmal spielen. Das habe ich auch nicht wirklich doll Interesse dran. Ich darf nur das Leben vorher nicht verlieren. Das war vorhin so ein unsinniges Ding. Dass ich da abrutsche und auf die Tastatur Q hochrutsche, aus Versehen, das macht überhaupt keinen Sinn, ne? Ich habe wieder zwei Leben auf jeden Fall. Der hat mir ein Leben dazu gegeben irgendwie. Vielleicht können wir uns noch mehr Leben erschießen, indem ich immer leicht normal mache. Vielleicht wird es dann ein bisschen besser. Aber. Oder ich kann vielleicht noch auf super leicht, habe ich vielleicht noch ein drittes Leben dazu. Denn das? Also, wie? Oh, ich verstehe es nicht. Nochmal, jetzt wieder ganz normal. Wir müssen hier schön auf Q und W, Q und, Quatsch. Auf W, A und D muss ich bleiben, ne? Immer schön A und D. Das möchte ich ja mal wissen. Sobald du bei A und D aus Versehen auf die Taste Q drückst, ne, bist du raus. Noch mal wieder mit den 1, 2, 3 hier. Doch bitte hebt das Leben auf. Ich brauche die am Ende. Alter, wie ist das? Wie ist das? Ich werde nie wieder ein Spiel ohne Cheat durchzocken. Nie wieder, sage ich euch. Okay, jetzt einfach nur schön ruhig bleiben und nicht auf die falschen Tasten kommen. Einfach schön auf den Tasten kleben bleiben. Ja, ich bin schon wieder fast auf Taste Q gekommen, ne? Du kannst ruhig hinschreiben, super. Das wäre schon was. Okay, ich bleibe jetzt ganz entspannt. Immer. Nein, nicht auf Q. Ich bin schon wieder abgerutscht, ne? Und du siehst, ich hab die Kraft nicht mehr, ne? Gescheitert oder was? Okay. Pause. Mein Arm. Okay, ich wünsche dir einen schönen Abend noch. Viel später, gute Nacht. Habt noch einen schönen Abend. Bis bald. Wir sehen uns eventuell beim nächsten Mal wieder. Und ich muss jetzt gucken. Ich habe jetzt noch zwei Leben. Und ich bin kurz davor. Und meine linke Hand kann nicht mehr. Also meine linke Hand ist am Arsch. Und Controller geht nicht. Also, jetzt nicht auf Stopp drücken. Schön entspannen. Das Ding, wir haben noch zwei Leben. Das Ding jetzt hier durchziehen, ohne dabei da drüben an dem Ding zu scheitern. Also wirklich, das wäre jetzt mal wirklich wichtig. Ich kann ja mal versuchen, mit zwei Händen einfach mit dem W, mit dem A und dem D zu arbeiten. Und dann mal zu gucken, ob das dann, wie ich dann weiterkomme. Aber ich kann mir vorstellen, das ist nicht das Letzte, was wir jetzt gleich machen müssen, ne? Bitte, 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 komm. Lass es gut gehen. Ich bleib mit zwei Zeigefingern, bin ich jetzt auf. Okay. Ich bin drüben. Ich hab's gewusst, dass es kommt. Irgendwie hab ich's geahnt. Schaffen wir auch noch. Zwei Leben haben wir noch, komm. Oh, wieder. Nicht abrutschen. Bleib da, bleib da. Nicht abrutschen, nicht die falsche Taste drücken. Nochmal fange ich das, den Scheiß nicht von vorne an. Ja, bitte, geht doch. Oh, weggebeamt. Unsichtbar.
Alter, was war das für ein das Kind. Ding? Agatha. Agatha. Das Schicksal der Menschheit hängt für die nächsten 10.000 Jahre vom Schicksal dieses Kindes ab. Eine neue Ära voll Friede und Sicherheit oder die Herrschaft von Eis, Terror und Tod. Wir haben gut daran getan, sie zu wählen. Sie haben mich von Anfang an benutzt, oder? Mich manipuliert, damit ich das Kind für sie finde. Manipuliert würde ich nicht gerade sagen. Eher geleitet. Wir beschützten sie, weil wir wussten, dass sie uns zu ihm bringen würden. Dieses Kind, warum ist es so wichtig? Zu Anbeginn der Menschheit verkündete ein Prophet, eines Tages würde ein Kind geboren werden, dessen Seele absolut rein sei. Es würde ein Geheimnis enthüllen. Die Antwort auf alle Fragen. Und der, der diese Antwort höre, erlange unbegrenzte Macht. Was ist auf dem Rummelplatz passiert? Nach dem Einsturz der Achterbahn erinnere ich mich an gar nichts mehr. Sie starben ja auch dabei. Wir fanden ihren Körper und belebten sie wieder. Aber in Wahrheit sind sie tot, Lukas. Ja, der ist auch tot. Sie belebten mich. Wir haben gewisse Fähigkeiten, die Sie erstaunen mögen. Sie wiederzubeleben war für uns nur ein leichtes. Sie mussten uns das Indigo-Kind unbedingt bringen und es gelang Ihnen. Jetzt können wir es in Sicherheit bringen. Sie haben Ihre Aufgabe gut gemacht. Nein, ich traue Ihnen nicht. Jade bleibt bei mir. Du machst einen großen Fehler, Lukas. Ich werde dich beseitigen müssen. Na, okay. Ich hab's ja eigentlich. Ah, das war mir irgendwie klar, ne? Ist das der gleiche? Ach. Oh, ich vergaß ein kleines Detail. Als wir dich wiederbelebten, fügen wir deinem Cortex ein Modul hinzu. Da du bereits tot bist, kannst du zwar nicht getötet werden, aber ich kann dich trotzdem vernichten. Ich brauche dich nur berühren und schon wirst du für immer ausgelöscht. Jeglicher Widerstand ist sinnlos. Ich kontrolliere dich bereits. Okay. So, jetzt bin ich gespannt, was jetzt hier passiert. Lukas ist stark, ne? Wir wissen, dass Lukas sehr stark ist. Und vielleicht könnte ja Carla jetzt mit der Pistole auf den schießen, ne? Wäre auch ein Ding. Steh auf, Lukas! Schnell! Schnell! Hierher! Das ist der Penner? Nee, das ist nicht der Penner. Wer ist das? Kenn ich den schon irgendwoher? Na, das bringt doch sowieso... Ach komm, hör doch auf. Jetzt schießen die auf einen Geist. Das ist super, ist das. Nur das bringt richtig viel Punkte. Da bin ich jetzt gleich begeistert. Aber immerhin haben sie ihn verjagt, ne? Beide sind gescheitert hier. Beide. Okay. Unterirdische Geheimbasis? Von wem?